In diesem Video stellen wir dir eine ganz besondere Schnüffelschnute vor, den Berner Sennenhund. Dieses Schweizer Bärli ist gewissermaßen ein großer Teddy auf vier Beinen. Doch wie immer gilt, er mag das Wesen und teils auch die Optik eines Stofftiers haben, aber er ist nach wie vor ein anspruchsvolles Lebewesen, das mit seinem Einzug in deine Verantwortung übergeht und als vollwertiges Familienmitglied behandelt werden will. Überlege dir daher gut, ob du bereit bist, dein Leben mit einem Hund zu teilen. Wie du deinem Berner Sennenhund mit einer artgerechten Haltung und Erziehung ein glückliches Leben bereitest, erfährst du im folgenden Video. Das Aussehen. Bei diesem Bärchen handelt es sich um einen manchmal mittelgroßen, normalerweise aber eher relativ großen Hund, der zwischen 35 und stattlichen 50 Kilogramm auf die Waage bringt. Er erreicht eine Widerristhöhe, die bei Rüden zwischen 64 und 70 cm und bei Hündinnen zwischen 58 und 66 cm liegt. Dabei bezaubert er nicht nur mit seinem treuen Blick, sondern auch mit dem leicht gewellten Fell, das in der Regel dreifarbig ist, nämlich mit schwarzem Fell an Rücken und Rute, weißem Fell im Gesicht und auf der Brust sowie rotbraunen Flanken und rotbraunen Flecken über den Augen. Diese Färbung ist rassetypisch und so auch vorgegeben. Die Persönlichkeit des Berner Sennenhundes. Wie erwähnt, stammt dieser Hund ursprünglich aus der Schweiz. Vor seiner Karriere als guter Familienhund zählte unter anderem das Ziehen von Milch- und Käsekarren zu seinen Aufgaben, die er vom Berg ins Tal bringen musste. Dabei war es wichtig, dass er fokussiert war und sich nicht beispielsweise durch eine vorwitzige Maus am Wegesrand ablenken ließ. Zusätzlich oblag es dem Berner Sennenhund, die auch als Dürrbächler bekannt sind, Haus und Hof ihrer Besitzer zu bewachen. Mit diesem Hund zieht also auch ein Beschützer bei dir ein. Der Berner Sennenhund zählt zu den ausgeglichensten Hunderassen, die es gibt. Darüber hinaus ist er selbstbewusst, wachsam und furchtlos in Alltagssituationen, sowie gutmütig und anhänglich. Und das zählt vor allem für Personen, die ihm vertraut sind und bei denen er sich sicher fühlt. Hier ist er eine echte treue Seele, die den Kontakt und die Nähe seiner Familie sucht und auch braucht. Auch mit Kindern kommt er in aller Regel sehr gut klar und begegnet diesen freundlich. Fremden gegenüber ist er zumeist friedlich, wenn auch misstrauisch. Zu einem ausgeprägten Bellverhalten neigt der Berner Sennenhund nicht. Da diesem liebenswerten Geschöpf Aggression eher fremd ist, sagt man ihm nach, dass es durchaus passieren kann, dass er einen Einbrecher mit wedelndem Schwanz begrüßt, anstatt ihn in die Flucht zu schlagen. Was braucht ein Berner Sennenhund? Hast du dich dazu entschieden, diesen liebenswerten Teddy bei dir einziehen zu lassen, musst du natürlich auch für ausreichend Platz sorgen. Denn dieser Hund ist nun mal kein Chihuahua. Für eine kleine Stadtwohnung ist er demnach eher nicht geeignet, sondern vielmehr für ein größeres Haus mit einem weitläufigen Garten. Wichtig ist auch zu wissen, insbesondere Welpen sollten keine Treppen steigen, um die noch nicht fertig ausgebildeten Gelenke zu schonen. Diese sind bei dieser Hundeart leider anfällig für Erkrankungen. Pflege und Gesundheit. Wie jede Schnüffelschnute benötigt auch der Berner Sennenhund täglich ausgiebige Spaziergänge. Am liebsten unternimmt er diese in Wald und Wiese, das liegt ihm schließlich im Blut. Auch das gemeinsame Spielen mit der Familie und Kindern macht ihn zufrieden und glücklich. Und er ist dabei so entspannt, dass selbst Kindergeschrei und Lärm ihn meist nicht aus der Ruhe bringen können. Darüber hinaus liebt er es beim Spielen auch geistig gefordert zu werden. Intelligenzspielzeug ist also definitiv eine gute Idee. Selbstverständlich benötigt diese Rasse auch eine artgerechte Erziehung. Obwohl er an und für sich ein entspannter Charakter ist, kann er durchaus ein Sturkopf sein. Und das ganz besonders dann, wenn ein Kommando in seinen Augen absolut keinen Sinn macht. Das liegt unter anderem an seinem sehr ausgeprägten Selbstbewusstsein und seiner hohen Intelligenz. Das Phänomen des Hinterfragens von Kommandos zeigen übrigens sehr viele Hunde, die nicht auf ihren flauschigen Kopf gefallen sind. Hier ist es also sinnvoll, ihm den Sinn und Zweck bestimmter Befehle zu kommunizieren, auch wenn ihr zwei nicht dieselbe Sprache sprecht. Wusstest du, dass der Berner Sennenhund aufgrund seines Wesens ebenfalls ein idealer Rettungs- und Therapiehund ist und auch sehr gut Fährten lesen kann? Das Jagen hingegen liegt ihm nicht im Blut, was den täglichen Gassigang sehr viel entspannter machen kann, da du nicht ständig in Alarmbereitschaft sein musst.
Nach ausgiebigen Spazier- und Entdeckungstouren muss natürlich das richtige, auf deinen Vierbeiner abgestimmte Futter bereitstehen, damit die Energiespeicher wieder aufgefüllt werden können. Zieht ein Berner Sennenwelpe bei dir ein, musst du wie bei jeder anderen Hundeart auch beachten, dass dieser sich im Wachstum befindet und einen anderen Nährstoffbedarf hat als ausgewachsene Hunde. Deshalb benötigt ein Welpe mehr Futterrationen am Tag als ein erwachsener Hund und auch eine andere Futterzusammenstellung. Das Futter deines Lieblings sollte sowieso stets hochwertig und individuell auf seine körperliche Verfassung und seine Bedürfnisse abgestimmt sein. Die großen Bärchen können bei unzureichender Bewegung und gleichzeitig zu gut gemeinten Futterportionen zu Übergewicht neigen. Achte also darauf, dass diese beiden Faktoren immer im Einklang sind, damit deine Schnüffelschnute nicht in die Breite geht. Übergewicht kann bei diesen großen Hunden sonst sehr schnell zu Gelenkproblemen führen, die eine hohe Agilität nachhaltig negativ beeinflussen. Selbstverständlich muss auch immer ausreichend frisches Wasser für deinen vierbeinigen Freund bereitstehen, da nicht der vollständige Flüssigkeitsbedarf über das Futter abgedeckt wird. Der Berner Sennenhund ist der perfekte Familienhund, der bei einer artgerechten Haltung und Ernährung ein langes und glückliches Leben an deiner Seite verbringen wird. Mehr interessante Rasseporträts und spannende Themen rund um unsere geliebte Schnüffelschnute findest du auf unserem Kanal oder wenn du jetzt auf eines der beiden Bilder klickst.